Dieser Zeitreisende aus dem Jahr 2030, also in 5,5 Jahren, verrät, wie unsere Zukunft angeblich sein wird. Wolltest du schon immer einmal wissen, wie unser Leben in 10 Jahren ungefähr aussehen wird? Gar kein Problem, fragen wir einmal Noah einen Zeitreisenden aus dem Jahr 2030 in etwa 6,5 Jahren oder so. Er wendet sich und erfasst sich an die Brust. Er ist in Tränen nahe. Dieser Mann, der sich angeblich Noah nennt, leidet sichtlich, wie man sieht. Er behauptet angeblich, dass er an Depressionen leidet und an Magersucht auch leidet. Außerdem ist er 50 Jahre alt, sieht allerdings durch streng geheime Augen nur halb so alt aus wie 50 Jahre. Und Noah ist angeblich ein echter Zeitreisender. Das zumindest behauptet dieser Mann, den wir hier sehen werden. Das Problem ist jedoch, viele Menschen glauben ihm nicht, und das weiß auch Noah, der angeblich echte Zeitreisende, der in diesen Aufnahmen angeblich, in denen er sich nun an die Öffentlichkeit wendet, genau dieses Problem anspricht. Viele werden mir nicht glauben, aber ich sage einfach nur die Wahrheit. Was geschieht denn so in den nächsten Jahren? Was also können wir von einem Mann, der bereits im Jahr 2030 war, über die Zukunft noch lernen? Der angebliche Noah verhält folgende Dinge über das Leben in etwa 10 Jahren. Künstliche Intelligenz wird ein großes Thema und Roboter fester Bestandteil des Alltags sein. Kryptowährungen werden im breiten Massenmarkt angenommen sein, aber Bargeld und auch Münzen werden weiterhin benutzt. Elektrische und selbstfahrende Autos werden auf unseren Straßen selbstverständlich sein. Donald Trump wird im Jahr 2020 erneut zum US-Präsidenten gewählt. Was aber nicht stimmt, denn im Jahr 2021 wurde Joe Biden als US-Präsident gewählt. Die Reisen zum Mars werden im Jahr 2028 möglich sein. Ebenfalls im Jahr 2028 wird erstmals bekannt, dass Zeitreisen überhaupt möglich ist. Allerdings wird diese Technologie seit vielen Jahren geheim gehalten von den ganzen Regierungen. Kann der Zeitreisende seine Behauptung auch beweisen? Er meint angeblich ja. Allein durch seine auf Video aufgezeichnete Aussage wäre in einigen Jahren bewiesen worden, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Leider blöd nur, dass wir so lange warten mussten. Kann Noah keinen harten Beweis bringen, dass er aus der Zukunft wirklich kommt? Er sagt, das geht nicht, weil er dann ein Paradoxon erzeugen werde. Wie zum Beispiel in den Filmen Zurück in die Zukunft. Zeitreisen sind eben furchtbar kompliziert. Und auch teilweise sehr unlogisch. Wegen diesen Paradoxon, weil viele Skeptiker die Geschichte von Noah nicht wirklich glauben wollen, hat sich der angebliche Zeitreisende sogar einem Gendetektortest unterziehen lassen. Das angebliche Ergebnis seht ihr im folgenden Video. Er sagt offenbar die ganze Wahrheit. Was aber jedoch bei einem Punkt nicht stimmt. Donald Trump wird nicht 2020 gewählt. 2021 wird Joe Biden gewählt als US-Präsident. Zeitreisender aus dem Jahr 2030.
ab dem Jahr 2028 sind Zeitreisen angeblich für alle möglich und wird auch in diesem Jahr veröffentlicht von der Regierung. Wir präsentieren Ihnen den angeblichen Zeitreisenden Noah, ein angeblicher Zeitreisender aus dem Jahr 2030. Ende vergangenen Jahres veröffentlichte Paranormal Elite ein YouTube-Kanal für paranormale Phänomene. 15.000 Abonnenten, erstmals ein Interview mit ihm. 15. Februar 2018, vor 6 Jahren. Noah ist ein Deckname, schließlich riskiert der Mann laut eigener Aussage sein ganzes Leben, da er den gegenwärtig Lebenden über die Zukunft berichtete. Und die hat es wirklich in sich. Die Kryptowährung Bitcoin wird immer häufiger eingesetzt. Künstliche Intelligenz wird im Jahr 2021 ein riesiges Thema sein. Es wird E-Autos geben, die fast 1000 Kilometer pro Stunde erreichen können. Schon seit dem Jahr 2003 sind Zeitreisen angeblich möglich, aber die ganze Öffentlichkeit wird erst im Jahr 2028 darüber öffentlich informiert. Im Jahr 2028 werden angeblich die ersten Menschen zum Mars fliegen. Die Kommentare unter diesem YouTube-Interview, fake und schlechter Schauspieler, weniger taugen hätten es auch getan, zeigen jedoch, selbst die Mystery-Affin Öffentlichkeit zweifelt an Noahs Aussagen. Für ein aktuelles Interview mit Apex TV, ebenfalls einem YouTube-Kanal für übersinnliche Phänomene mit 350.000 Abonnenten, willigte der selbsternannte Zeitreisende daher in einen Lügendetektor-Test ein und bestand ihn angeblich. Die Huawei Watch 3. Ab nur 159 Euro zu kaufen? Auf diese Frage, sind Sie wirklich ein Zeitreisender aus dem Jahr 2030? Antwortete Noah mit stark verfälschter Stimme. Ebenfalls eine Sicherheitsmaßnahme. Ja, der Lügendetektor und dessen Auswertungen sind nicht im Bild, daher werden die Ergebnisse im Video im Geschäft eingeblendet. Ob er denn Beweise für seine Voraussagen hätte, wollte der Fragesteller als nächstes wissen. Keine sichtbaren. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich meine Vorhersagen beweisen kann. Aufgrund eines Paradoxons, wie zum Beispiel im Film Zurück in die Zukunft, antwortete Noah, und schon wieder wertete der Lügendetektor seine Antwort als angeblich wahr aus. Seine Zeitreise soll durch einen Chip angeblich möglich sein, der in sein Handgelenk implantiert worden sei. Noah stimmte während des Interviews auch zu, sich zum Beweis handeln zu lassen, und tatsächlich, sein Handgelenk zeigt ein kleines, stäbchenförmiges Etwas in seiner Hand, das auch ein hinzugezogener Arzt nicht erklären konnte. Noah soll übrigens bereits 50 Jahre alt sein, also bereits ein halbes Jahrhundert alt sein, da er aber geheime Medikamente nehme, die ihm seine Jugend zurückbricht, denn sei er derzeit wieder nur ein Vierteljahrhundert alt. Das Jugend nicht vor Krankheit schützt, musste Noah dann aber auch erfahren. Als Folge seiner vielen Zeitreisen leide er daher unter Angstzuständen und Depressionen. Dennoch verfolge er weiter seine Mission, zu beweisen, dass es Zeitreisen
wirklich geben soll?